Hey Leute, willkommen zurück zu Dead Space Teil 2. Wir sehen gerade ein bisschen aus wie ein Zebra, so leicht mit Panzerplatten dran, aber ich finde es sehr stylisch, den Anzug. Der ist auf jeden Fall gut für unsere Stase. Guck mal, jetzt wieder eine Goa-Party. Wurm, 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 wurm. Ja, ja. Super geil. Kann sehr viel anfangen mit Techno. So, was holen wir uns denn Schönes? Vielleicht ein bisschen Stase? Nein, vielleicht holen wir uns auch ein bisschen Luft. Ich meine, ist ja im Prinzip total egal, was wir uns holen. Alles ist schon ausgeskillt. Mehr brauchen wir nicht. Und ich habe so viel Kohle übrig. Ja, da werde ich mal im nächsten Durchlauf die ganzen schönen Waffen hier präsentieren und vielleicht auch den Anzug. Ich meine zumindest, es gibt einen Anzug am Ende. Wenn man das hier beendet. Kapitel 12. Es wurde schon gefragt, wie viele Kapitel es gibt. Ich glaube, 15? Bin nicht so ganz sicher, aber ich meine, 15 Kapitel hat's. Geht noch ein Weilchen, sagen wir es mal so. Ein kleines Weilchen wird es noch dauern, bis es fertig ist. Aber ist ja schön. Danach kommt nicht noch der DLC. Severed. Abgetrennt heißt das. Und Extraction kommt ja auch noch. Ha! Der dritte Teil übrigens nicht mehr, weil ich habe den schon gemacht im Koop. Mit einem Let's Play. Da drüben. Scheinbar ist der Mechaniker verschleppt worden, bevor er das hier zu Ende bringen konnte. Struss ist tot, Ellie. Ist nicht schade um ihn. Und jetzt brauchten sie Struss nicht, um den Marker zu zerstören? Struss konnte uns nicht zum Marker führen. Er lief vor seiner Schuld davon. Was ist mit Ihnen? Ich laufe nicht mehr weg. Ich weiß, was zu tun ist. Tja, dieser Riesenbohrer ist ein echter Glücksfund. Warum gehen Sie nicht in die Kabine und versuchen ihn zu starten? Ich sehe mich nach der anderen Energiezelle um. Okay. Mal sehen, was ich von hier aus tun kann. Sieht gar nicht gut aus, ne? Auch ihre Lebensenergie ist ziemlich niedrig. Sieht man ja an dem Streifen auf ihrem Rücken. Und trotzdem, guck mal, was die noch für eine Kraft hat, die Frau. Die ist einfach genial. Aha, ein Knötchen. Ich glaube, da hätte ich mich jetzt durchschießen müssen, oder? Da ist wieder alles voller Pocken. Ja, ja. Ja, ja. Vorsicht. Hübsch vorsichtig. Weak! Ekelhafte Teile seid ihr. Oh, schade. Was die für Geräusche machen. Na komm, spuck. Spuck's aus, komm. Summer! Ich dachte, du hast noch eine Pocke geladen. Pocket. Die Teile, ne? Ich frag mich, was die für einen Sinn haben. Außer eklig zu sein. Irgendwie, ne? So ein bisschen. So ein bisschen doof sind die, aber ja, wahrscheinlich ist der Ekelfaktor genau das Richtige. Das, was sie erreichen wollen. So, hier brauche ich eine Platine. Hey, was haben Sie gemacht? Ich habe gerade die Steuerhologramme verloren. Der Verteiler hat einen Kurzschluss. Ich brauche Ersatz. Das ist Standard. Hier irgendwo muss noch einer sein. Ich sehe mich mal um. Viel Glück da oben. Nein, nicht jetzt. Okay. Was? Kannst du jetzt kein Glück gebrauchen, oder was? 25.000 ist der Wert, der Diamanthalbleiter. Sage ich aber auch immer, Leute, Glück. Glück gibt's nicht. Es gibt entweder können oder nicht können. Glück haben ist einfach nur, weiß nicht. Dafür sagt irgendeine Routine, wenn man überlebt, obwohl man hätte sterben sollen hier. Dann ist eine KI-Routine nicht gerade an dem Punkt, an dem sie was abspielen sollte, was einen kalt macht. Genauso bei Dark Souls. Uah. Sein Ärmchen hingefallen. Gib mir. Danke. Gib mir deinen Shit.
Du hast auch noch was. Nee. Wo ist denn der? Da. Du hast noch was. Ja. Yep. Ganz genau gewusst. Oh, super. Ach, da geht's gar nicht weiter in der dunklen Lücke. Wo finde ich denn jetzt nochmal... Ach, da. Eine Platine. Komm mal mit. Ja, was ist denn das für eine Platine? Eine Bohrerplatine. Gefunden. Ich habe wohl gerade das System kurz geschlossen, sodass die Nachtasten umgangen werden. Glück gehabt. Ja. Oh, Leute, das hier ist so eine schöne Szene. Nicht. Du triffst mich doch gar nicht. Au. Was war denn das? Was bitte soll mich hier eben getroffen haben? Das kann gar nicht sein. Spratzt da noch jemand rum? Er hat gar nicht gekotzt. Tu doch nicht so, Jacqueline. Du hast nicht gekotzt. Die Ruhe vor dem Sturm. Irgendwie ist es mir zu ruhig gerade. Aha. Gleich kommt wieder alles. Dann bricht die Hölle los. Er findet die neue Verbindung nicht. Hier oben scheint es zu klappen. Vielleicht muss es auch mal verdrahtet werden. Was? Ich hab dir nicht verstanden. Nichts. Nichts. Ingenieursgebrabbel. Monologe eines Mechanikers. So. Geschafft. Ich hab das Ding am Laufen. Auf der anderen Seite ist ein Lift. Ich drehe um, damit sie draufklettern können. Ich bin mittendrin, ne? Vielleicht mal mehr da reinlaufen in den Bohrer. Oh, da kommen noch mehr. Okay, ich hab's geschafft. Okay, mal sehen, was das Baby drauf hat. Ich hoffe, du weißt, was du tust, Ellie. Es ist viel zu laut zum Reden. Boah. Schlitz dich durch die Masse durch, Ellie. Schön durchschnitzeln. Machst du gut. Oh, seht mal, Explosivteile. In den Minen wimmelt es von den Viechern. Teil ist weg. Das ist so laut. Alles okay bei Ihnen?
Masse. Das ist so schön. Na, Ellie, du hast einen leichten Job, glaube ich. Splatterchen. Scheinbar haben wir die Fundamentpfeiler des Regierungssektors erreicht. Und wie kommen wir da rein? Vorwärts. Wir haben einen Bohrer. Sie wissen aber schon, dass ich auf dem Ding sitze. Ellie? Alle hier! Später vergleichen. Aber zumindest haben wir es geschafft. Das hier muss der Regierungssektor sein. Und ich schätze, Ihr Marker ist hinter dieser riesigen Tür da. Wir sollten uns lieber beeilen. Diese Dinger werden einen Weg durch das Loch finden, das wir gebohrt haben. Es muss einen Aufzug oder so geben, der die Ebenen verbindet. Ich versuche, zu Ihnen zu kommen. Wir treffen uns auf der Hälfte. Kapitel 13 schon. Es geht rasant voran. Ich habe ja erst gesagt, das dauert noch ein bisschen, aber so lange ist wohl gar nicht mehr hin bis zum Finale. Schwer zu sagen, es ist schon ein paar Jahre her. Isaac, hier ist ein Kriegsschiff angedockt. Was? Ist der kaputt? Das kann ich nicht sagen. Isaac, hören Sie mich, wir werden lebendig hier rauskommen. Zumindest einer von uns. Für Sie ist es hier zu gefährlich, Ellie. Was reden Sie da? Schwingen Sie Ihren Arsch hierher. Ich starte jetzt einen Systemcheck. Der Bohrer sieht ganz schön zerlegt aus. Wenn man überlegt, was der mitgemacht hat. So, erstmal die Schränke ausräumen hier. Boah, Ellie, was hast du da angestellt? Na, Hauptsache wir sind drinnen, ich meine, ist egal wie. So. Und ich kann euch sagen, jetzt wird's erst richtig spaßig. Jetzt geht's los, jetzt kommt die ganze krasse Action. Leider nichts mehr mit Grusel an sich. Antrieb ein. Ach, das ist das Kriegsschiff. Systeme fahren hoch. Isaac, was machen wir da? Flügel geschlossen. Oh. Hey Isaac, was soll das? Isaac? Was machen Sie? Da machen Sie sofort die Tür auf! Notstartprozess eingeleitet. Nein! 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 Warten Sie es nicht! Warten Sie es nicht, dieses Schiff zu starten! Isaac! Das ist Ihre beste Chance, Ellie. Sie haben Lebenserhaltungssysteme, Kommunikation. Hey! Sie werden gerettet! Bastard! Sie müssen überleben. Ich konnte Nicole nicht retten. Aber sie kann ich retten, Ellie. Also, leben Sie wohl. Bist du jetzt bereit zu reden? Warum? Damit ich dich auch gehen lassen kann? Das geht nicht, Nicole. Ich wollte dich nie gehen lassen. Vieles passiert, das wir beide nie wollten. Isaac. Berühr mich. Ich glaube nicht, dass das so gut wäre. Isaac, bitte. Mach uns ganz.
Ich kann nicht. Kommt sie wieder mit der Tour? Mach uns ganz. Oh, Nicole. Du gibst es einfach nichts auf, oder? Ich weiß nicht, welche Vorsehung sie wagt, aber es endet hier. Ich habe 200 bewaffnete Sicherheitsleute, die jeden Eingang abdecken. Und selbst wenn sie reinkommen, werden sie nicht weit kommen. Glaubst du, Tightman, ja? Das sieht schon so beeindruckend aus, der Saturn. Von hier aus. Hammer. Das ist einfach der Hammer. So, Tightman, jetzt rechnen wir ab. Ihr wisst ja, was Mach uns ganz bedeutet, oder? Ja, das wisst ihr wohl. Das heißt nämlich, dass Isaac sich umbringen soll. Das meint Nicole damit, oder zumindest der Geist von Nicole, oder was auch immer. Das psychische Abbild in Isaacs Kopf von ihr. Das ist nur der Marker, der will uns reinlegen. So kannst du uns nicht verarschen, mein Lieber. Was ist denn? Ich hab irgendwie Angst. Okay. Earthgoth. Es ist so, wie kann man sagen, Star Trek gone bad. Wenn sich die ganze Erde zu einer Regierung zusammentut, aber dann böse und korrumpiert wird. Das ist Earthgoth. Oh nein. Ja. Du Mistkerl, ich wusste nicht, was ich machen soll. Fallen lassen oder draufschießen. Natürlich kommen die uns hinterher. Friss den. Stumpen. Oh, ne. Das kann ja nur heiter werden. Ja. Was? Ihr kleinen Kackbratzen. Ich hab das gar nicht mitgekriegt, dass da oben einer ist. Na gut, Leute, ich würde sagen, für dieses Mal reicht's. Dann mache ich das nochmal neu, weil das dauert jetzt ein bisschen, die alle zu bekämpfen. Das geht nicht mal eben in ein paar Sekunden. Ja, ich würde mich freuen über Likes und Kommentare. Wir sehen uns dann wieder zu Dead Space Teil 2.